Na, den auch mal noch seine Levels. Der hat auch noch Stahl, nur okay. Aber am sinnvollsten wäre es eigentlich, die Steine hier gleich zu holen. Wir werden jetzt, ja, in diesen 12 Minuten, denke ich, werden wir hier hauptsächlich uns aufhalten und dann vielleicht für die letzten 12 Minuten nochmal rausgehen. Ja, weil wenn ich jetzt hier was anfange, dann schaffe ich es eigentlich auch nicht mehr. Oder da lohnt es sich nicht mehr rauszugehen. Dödi wäre jetzt schon nice. Den würden wir neben einen Stein parken und der würde der automatisch Steine sammeln, bis sein Inventar voll ist. Und die Steine würden dann nachspawnen, wenn wir das so dann rausholen, würden sie wiederkommen. Das ist eben das Geile, wenn man Singleplayer-Einstellungen hat und quasi auch so ein bisschen sich da die ganzen Laufwege und alles ersparen kann, bis oder das eigentliche Farmen, weil die Dinos das dann mehr oder weniger automatisch machen, wenn man sie dann neben die Ressourcen parkt und dann wieder... Ah, jetzt fehlt Chitin schon. Okay. Könnten wir hier noch Steine reinlegen, aber naja... Das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Hab ja kein Chitin mehr. Ob wir könnten noch Keratin holen. Aus dem... Ja, da haben wir auch noch Keratin. Das könnten wir auch benutzen. Ich meine, wir kriegen das Zeug schnell später, wenn wir es dann tatsächlich brauchen. Da könnten wir es jetzt ruhig verballern. Gib mir dein Keratin noch. Das machen wir auch. Oh, das Leder. Schon mal alles mit, was er hat. Packen wir das auch mal ein. Ja, Elektronik ist auch nochmal wieder am Start. Das Öl sogar. Sehr schön. Öl ist auch gut, dass wir das haben. Nochmal, da habe ich nämlich auch viel verballert. Da könnte man nämlich gerade ein bisschen was in der Forge reinschmeißen. Und nochmal Benzin herzustellen, brauchen wir ja auch für die Super Forge. Und so viel Benzin haben wir, glaube ich, noch nicht. So, dann machen wir hier nochmal den 95er hier rein. Ich weiß gar nicht, wo hatten wir das Element, das denn... geparkt, hier nicht. Hier. Okay, da haben wir auch schon mal ein bisschen was. Das ist ein netter Anfang. Netter Anfang. Oh, 161 Keratin, doch, in der Tat. Da kriegen wir auch noch mal ein bisschen was hergestellt, weil Zement, glaube ich, eigentlich viel teurer in den Steinen ist. Ja, doppelt so teuer in den Steinen, ja, als das Chitin. Oder Keratin nehmen. So, packen wir das noch mal rein. Leder kommt hier rein. Da haben wir auch schon einen vollen Lederschrank. Also auch schon gut ausgestattet in Sachen Leder. Wie gesagt, der Saberduft, der holt auch ganz gut Leder raus aus den Dinos. Und damit macht es ihn auch wirklich zu einem interessanten Tier, das man nicht vernachlässigen sollte oder nicht unterschätzen sollte. Ja, irgendwie sieht er schon cool aus, ne? Dieses Olivgrün, Tarngrün und dann unten drunter diesen Leuchtunterboden, so. Ja. Tuning-Car. 8 Minuten noch. Tja, ich könnte jetzt, ja gut, wir sollten ja noch ein bisschen Stein holen, wollten wir, ne? Aber nicht von der Carbonomie. Naja, alles auf live bei der Carbonomie. Er hat nämlich keinen Stein gefarmt. Machen wir das noch dort rein. Aber nochmal was Chitin zusammenkriegen. Stein. Ich hätte die Forge, die Super Forge schon so gerne so ein bisschen zentral, so wie hier oder so. Das wäre halt schon nice. Dann könnte man nämlich von überall, ja, wenn wir diesen Stein hier wegkloppen würden und da ein paar Foundations placen, dass man die hier hinbaut oder so, weil dann hätten wir nicht so weite Wege zu den Ankylos, würden wahrscheinlich auch den Metallspawn nicht gefährden. Ich glaube, das mal, und der Stein, der stört mich sowieso. Also von daher passt das alles. Ich glaube, das machen wir so. Dann müssen wir dort irgendwo die Dings ballern. Vielleicht sollte ich jetzt einfach mal noch ein paar Steinfoundations kloppen oder bauen. Denn, ja, wir haben aber kaum Holz, scheiße. Von daher ist es nicht so geil. Ich könnte aber auch einfach Stroh bauen. Das kostet weniger Holz. Machen wir das doch mal. Machen wir mal so 4 Foundations. So einfach nur, um den Dings zu blocken.
Das bauen später werden wir das eh dann in Metall. Ich kann nur jetzt kein Metall bauen, weil wir nicht genug Zement dafür haben. Und das Zement gerade anderweitig brauchen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal aus Stroh machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, genau 6 brauchen wir ja mindestens. Jetzt machen wir noch einen Opfern, mal hier das Zeug. Machen das weg. Ja, ich glaube. Ich glaube, ich werde gleich überladen sein und werde es noch nicht mal weg haben. Auch einen, jawohl. Boah, das sind mehrere Steine hier. Nice. Sehr, sehr nice. Ich bin mal gespannt, ob die Foundations jetzt auch das Zeug überhaupt blocken. Aber das sollten sie eigentlich haben. Haben sie ja hier auch. Also wenn sie direkt drin stehen, zumindest mal. Wir werden sie jetzt direkt bauen, weil es spawnt so schnell nach. Ja, ich denke, so wäre das okay. Ja, das ist gar nicht so einfach zu bauen. Vor allem nicht, wenn der Stein noch da ist und die komplette Sicht blockiert. Ja, hier, hier passt schon wieder nicht. Scheiße. Ach, wisst ihr was? Ich glaube ich... Oder? Ne, geht nur darauf. Das ist natürlich auch total schräg. Aber hier würde es eigentlich gehen. Okay. Da könnten wir vielleicht sogar, wenn wir es clever anstellen, würden wir das hier machen. Ja gut, das ist jetzt alles auch nur provisorisch. Wenn wir hier hinbauen, kriegen wir, glaube ich, eine ordentlich gerade Fläche hin. Mach hier raus. Was fehlt denn uns jetzt noch für Stroh-Foundations? Stroh, Holz, Fasern. Fasern fehlen uns. Gucken wir nochmal nach dem Rex. 4 Minuten noch. Also ich bräuchte ja eigentlich nur auf den Timer zu gucken. Weil okay. Holen wir uns noch mal ein paar Fasern raus. Trink mal wieder einen Schluck. Fasern. Gib mir Fasern. Brauchen wir jetzt einfach noch ein paar Stroh-Foundations. Bringt uns... noch 3. Und dann fehlt es an Stroh. Okay. Strom müssen wir aber noch haben irgendwo. Denke ich mal. Bin mir nicht sicher. Aber eigentlich schon. Wir brauchen doch schon eine etwas größere Fläche. Dieses Ding ist ein bisschen größer. Da müssen wir schon bald wieder Holzfarben gehen. Aber ich glaube, das machen wir nicht mehr. Bevor wir auf Genesis wechseln. Ah, hier ist auch noch 100. Nee, hier war das. Das war das. Okay. Ach, hier ist auch noch ein bisschen Holz. Sehr nice. Können wir doch noch ein bisschen mehr bauen. Stecken wir mal gerade die Feuersteine hier mal 2 Stück rein. Dann ist okay. Bauen wir hier nochmal Foundations. Jetzt haben wir... Oh, ja, 10. Das ist gut. Bauen wir einfach alles. Bauen wir alle. Ist mal gerade egal. So, nehmen wir mal Steinchen rein. Das hier die Zementprodukte. Ah, nee. Hier ist Keratin leer. Okay. Dann machen wir hier nochmal Steinchen rein. Hier ist Chitin leer. Okay. Aber wir haben ja schon fast 200 Metall, Zement, 160 haben wir hier jetzt gerade hergestellt. Und oben haben wir auch schon noch mal ein bisschen was drin. Das heißt, so schlecht sind wir gar nicht vorangekommen. In der Hinsicht. Ja, zack. Wenn er jetzt irgendwann mit den Foundations fertig ist, ja komm, wir bauen sie erst. Hätte ich nämlich gerade noch geguckt, wie viel Zement wir oben haben. Kann man hier noch einen hinten machen? Es geht schon wieder nicht. Alter, hier geht schon wieder nicht. Ach, scheiße, ey. Es ist so dumm, hier zu bauen, ey. Ja. Da müssen wir hier wohl wirklich mit Wänden dann auch weiterbauen. Um hier die Forge drauf zu basteln. Basteln zu können. Mal hier auch.
Dann hier noch ein paar Wände dran klatschen. Okay. Aber jetzt sollten wir auf jeden Fall mal ein paar Spawns hier geschränkt haben. Und hier hätten wir dann schon eine Fläche für die Super Foundation. Aber vielleicht machen wir es dann auch einfach so. Hier nochmal da oben hin und hier nochmal hin. Dann können wir den noch wegbauen oder so. Demnächst. Und dann machen wir hier nochmal ein paar Wände dran. Dann haben wir eine große Fläche, wo wir dann tatsächlich die Super Quatsch hinbauen können. Ich weiß allerdings nicht, ob dieser Metallspot dann hier bleibt. Wenn nicht, müssen wir an den gehen. Können wir auch einen Kilo hinstellen. Dann haben wir hier auch wieder einen nahen Weg, wo man die Super Forge rein. Ja. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Wände, wenn es möglich ist. Es fehlt an Strohwändern, das vielleicht die Decke kostet. Ja, doch, kostet auch mehr. Kostet auch zu viel Stroh. Gucken wir nochmal. Hatten wir noch? Können ja auch ruhig mal ein bisschen was von dem Material, das wir haben, verballern. So, Stroh. Oh, 42 haben wir. Und Rex, bitte kuscheln oder spazieren von mir aus. 45 Sekunden, okay. Dann bauen wir jetzt schon mal die Wände. Die Decken. 5. Machen wir 10. Dann sind wir auf jeden Fall safe. Von der Anzahl her. So, bitte kein Kippel wollen oder sowas. Es gibt dann zwar einen Trick, man könnte ihn dann in den Pokéball holen und werfen. Und dann würde er was anderes wollen, aber ich glaube, ich mache das nicht. Ich weiß es nicht. Ja, noch 4 Sekunden. Und er ist schon heranwachsend. Will spazieren gehen. Okay. Darfst du. Komm mit. Ich dachte, du willst spazieren gehen. Warum kommst du denn nicht? Aha. Jetzt. Oder auch nicht, ne? Steckt er in seinen Elternteilen fest. Aha. Jetzt. Oh, schönes Baby. Ja, 33%. 33 weitere Prozent. Das heißt, er ist jetzt schon zu 67% imprintet. Das ist nice. Hat eine Bewegungsgeschwindigkeit von 133%. Lul. Und ordentlichen Nahkampfschaden hat er eigentlich auch schon. Mal gucken, wie die Werte noch aufsteigen. Ob es da noch was gibt. Leben ist ein bisschen schwach, finde ich. Ah, was ist denn jetzt los? Kommt mir her. Hat er auch die schlechten Werte wahrscheinlich übernommen. Na gut, wir haben auch hier den Santa Rex. Das war ja auch ein ziemlich lower. Am Anfang, ich weiß es zwar nicht, jetzt hat er natürlich auch schon 5600. Aber ich weiß nicht, was er am Anfang hatte. Habe ich mir auch nicht notiert, weil der sowieso so low war, dass es uninteressant war. Und hier haben wir dann doch schon mal nochmal ein bisschen bessere Werte. Ja, mal gucken, was am Ende dabei rumkommt. Aber schick ist er. Also, ja, die Farbgebung gefällt mir irgendwie. Das ist auch schön. Da haben wir die Weihnachtsfarben drin, haben aber das Rot komplett rausgeholt. Ist nicht komplett. Da oben auf dem Kamm ist es leicht rot, oder? Rotbraun. Und so ein paar Flecken. Aber nicht so grellrot wie das hier. Ja, da hinten. Ey. Weil er hat nämlich die roten Kamm auch hier, die, oder? Der auch diesen roten Kamm, oder ist er auch da hinten von der Mama? Also schauen wir doch mal. Ja, der ist auch, die Mama hat den auch. Also ich glaube, dann ist es nur der grüne Unterboden. Achso, das sieht aber schon nice aus. Das gefällt mir. Ja, Mut hast natürlich keiner. Das wäre ja zu schön. So. Ja, das ist so ein bisschen das Dumme daran, dass die Decken hier immer so rausgucken eigentlich. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Wir dürfen eigentlich überall nur eine Decke dran bauen, damit wir noch Rampen runterfahren können. Und hier den Weg würde ich sagen, den lassen wir. Das müsste jetzt ja reichen, für die Superforge drauf zu platzieren. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob wir das hier machen sollen. Das reiße ich glaube ich ab.
Nee. Also, ja, Strohboden, genau. Zack. Aber sonst dann doch den Platzmangel hier kriegen. Den können wir dann lassen, eventuell. Dann reicht's eigentlich. So, jetzt können wir auch sogar zu Block wechseln. Geht's dann ein bisschen höher? Nee, auch nicht, aber es sieht wahrscheinlich ein bisschen besser aus. Von unten betrachtet. Ja, gut, ja. Hier ist ja noch gar keine. Ah, hier sind noch keine Decken dran. Das heißt, hier könnten wir eigentlich noch eine dran machen und dann trotzdem eine Rampe bauen. Nur allerdings wird die Rampe, glaube ich, nicht zum Boden dann reichen. Weil wir dann nur eine Rampe dran können. Oder wir müssen eben wirklich noch mit Pillern arbeiten. Ja, hier ist ja. Das hier sind alles. Ne, das hier ist keine. Doch, das ist auch eine Decke, ne? Strohdach. Warum sind das wieder tiefer als die anderen, oder? Oder wirkt das nur so? Ne. Das ist so. Okay. Arg. Das ist arg. Naja, wir lassen es mal gucken, was dabei rumkommt. Erstmal genug. Warte mal, aber die zwei. Ach komm, die zwei verballere ich jetzt noch. Kann ich die hier hinmachen? Bringt das was? Komme ich dann noch hier unten hoch? Nee, dann eher nicht mehr, ne? Es wird eher eng. Ich mache die einfach so hier hin. Aber hier ist der Stein, an dem man hochkommt. Und da können wir dann die Rampe so runter machen oder so. Mal gucken. Wie gesagt, es wird auch kein Stroh bleiben, ne? Ich hab's nur gemacht, damit die Steine da nicht nachwachsen. Und mal ein bisschen die Konturen zu legen. Es ist auch besser, mit Stroh zu experimentieren, weil das kostet weniger, als jetzt mit dem Metallzeug hier rumzumachen und dann im Endeffekt das Metall abreißen zu müssen, weil es nicht passt. Dann lieber mit Stroh. So ist der Gedanke. Die Taktik. So, wie lange brauchst du jetzt noch? 8 Minuten. Das heißt, bis 56, 56 muss ich hier sein. Dann gehen wir doch mal nochmal kurz raus. Gucken, ob wir nochmal Chitin besorgen können. Ist natürlich jetzt wieder super, dass es komplett dunkel ist. Aber naja. Schaffen wir schon. Und dann ist ja auch schon fast ausgewachsen. Das passt ja ganz gut. Kann man die Aufnahmereihe eigentlich schön beenden. Mit einem groß gewordenen Rex. Mit viel dazu bekommenem Zeug. Ups. Was? Warte mal. Ich darf jetzt nicht so oft pausieren, sonst passt nachher die Zeit nicht mehr. Ich würde halt nur einfach mal Gamma wieder hochstellen, damit er was sieht, weil ich sehe hier auch schon wieder nichts. Hat nicht funktioniert. Muss man das zusammenschreiben jetzt wieder oder was? Funktioniert auch nicht. Was? Was ist denn los? Warum geht denn das jetzt nicht? Ah doch, es ist heller geworden. Nur hier an dieser Stelle hat man das nicht gesehen, glaube ich. Ich brauche Chitin, ich brauche Chitin. Gib mir Chitin. Lieber Skorpion, wo bist du, wenn man dich braucht? Hui! Apropos, mal den Frosch hier unten drauf. Eben waren ja auch, glaube ich, Mücken da. Die haben wir dann komplett verpeilt mitzunehmen, aber ja, ich wollte jetzt auch nicht für allen Mist den Frosch rausschmeißen. Oh, Agi. Agi! Dann ist wieder Chip-Chip. Ja, ja. Da hinten sind so Landschaften, wo ich mir ganz gut vorstellen könnte, wo Skorpione sind, dann hier in diesen Öden, Einöden mit den blöden Einöden, Öden, 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 Öden. Und mein Gedanke hat mich nicht getäuscht. Das Gebiet ist Skorpion verseucht. Oh Gott. What the fuck is going on?
War da noch einer? Nee. Ninja Raptor 35, okay. Sorry. Ja, war mir klar. Nachher muss man so oft nachladen. Oder lieber eine. Wow! Hat mich gerade ganz schön gefickt hier. Den man mich runtergeschmissen hat. Naja, komm. Du blutest ganz schön stark, mein Freund. Ja. Das Leben könnte man eben auch noch mal ein bisschen hoch machen. So. Deswegen spiele ich lieber mit der modernen Pistole. Da muss man nicht so oft nachladen. Das ist nämlich absolut scheiße. Wenn man die in einer guten Qualität hat, ist die nämlich nice. Und da kann man genau sowas umgehen. Die reicht nämlich für Raptoren zu schießen, erschießen. Da brauchst du keinen so großen Damage zu machen wie jetzt. Weil die Simple Pistol hier macht ein bisschen mehr Damage als die moderne Pistole. Aber die moderne Pistole hat dafür 13 Schuss oder so. Ja, 13 Schuss, glaube ich, im Magazin. Das ist halt doppelt so viel. Und es reicht eigentlich, um Raptoren zu töten. Ja, und hiermit ist es dann halt schon ein bisschen gefährlich. Wenn die dann, vor allem wenn es so viele sind. Okay. Er ist wieder Schnieke. Der kleine Tiger. Mir geht's auch wieder relativ gut. Ja, der Fallschaden, ne? Weil der mich so knockbacked hat. Der macht's dann aus. Der kann dich ganz böse hier auf diesem Berg wegficken. Sorry für den. Kann dich ganz böse schnetzeln, der Fallschaden. Das ist halt hier auf dem Berg wirklich nicht so ungefährlich. Fuß zu kämpfen, Knockback und richtigen Fallschaden zu bekommen, dann hulla die Waldfee, hulla die Waldfee. Dann geht's abwärts mit der Lebensanzeige. Anzeige! So, immer noch nichts skorpiontechnisch. Gehen wir gleich wieder hoch. Dem Wax den letzten Schliff geben. Vielleicht noch einen mitholen, wenn wir noch irgendwo gerade was finden hier. Hier ist auch wieder so ein trocken, öde Gebiet. Na, hier waren wir auch eben schon mal. Es kann sein, dass da auch ein Säbelzahntiger ist. Er hat mich gewittert. Sehen. Stirb. Gib mir dann wenigstens noch ein bisschen Keratin. Ja, aber das ist wirklich vernachlässigbar klein, das Keratin. Ich verhungere schon wieder. Achso, hier ist es relativ frisch im Schatten. Deswegen ist hier laufen Verhungerungsgefahr. Aber das ist gut, weil dann können wir uns auch immer schön hochheben. Ja, ist er doch. Hallo. Wolltest du in meine Base? Base! Das ist der nächste. Sehr gut. Oh, 135er. Der ist ja eigentlich schon fast zu schade zum Töten. Na egal, er gibt DP für den Tiger. Alter, frisst aber. Er hat auch noch einen Mate-Buff, habt ihr gesehen, er hat plötzlich weniger Damage bekommen, weil da hinten ja auch noch der Nächste ankommt. Ey, aber komm her. Ich will dich fressen. Ich hab dich zum Fressen, ja. Ich will meine scharfen Klauen in dir versenken, Baby. Was ist denn jetzt los? Ja. Das tat gut.